Weizen ist unser wichtigstes Agrarprodukt. Auf einem Viertel der deutschen Ackerfläche wird das Korn angebaut. Viel mehr, als wir selbst verbrauchen. Wir alle liefern diesen Weizen auf den Weltmarkt. Dieser Frachter geht nach Guinea. Das westafrikanische Land importiert besonders viel deutsches Getreide. Die Weizenimporte, die wir machen, ist im Grunde genommen das, was die dort nicht selber herstellen können. Doch gleichzeitig fördert die EU Projekte, die die Landwirtschaft in afrikanischen Ländern stärken sollen. Diese Frauen sollen ihr Geld eigentlich mit dem Mahlen unserer Erzeugnisse verdienen. Aber ihr Mehl hat gegen das Weizenmehl keine Chance. Agrarlieferungen aus Europa nach Afrika. Wie sinnvoll ist diese Politik? Weizenanbau hat am Rhein zwischen Köln und Düsseldorf eine lange Tradition. Dort sind die Böden besonders fruchtbar. Ich besuche Landwirt Willi Krämer Schillings. Auf seinen Feldern macht die Weizenernte gerade Pause. In den Tagen zuvor hat es viel geregnet. Wenn man jetzt mal hier sieht, wenn man da mit dem Fingernagel drauf drückt, dann sieht man den Eindruck da drauf. Ja. So, und dann taugt er noch nichts. Immerhin, der Weizen trocknet hörbar. Von seinen 40 Hektar Ackerfläche könnte der promovierte Agrarwissenschaftler nicht leben. Er hatte immer parallel noch einen Job in der Industrie. Dabei bekommt jeder deutsche Landwirt EU-Subventionen. Die sogenannte Betriebsprämie wird pro Hektar ausbezahlt. Zusätzlich gibt es Geld etwa für Umweltschutz. Wir haben ein zu versteuerndes Einkommen aus der Landwirtschaft von ungefähr 20.000 bis 22.000 Euro. Und da sind aber die Pro Jahr. Und da sind aber die Subventionen, die Sie bekommen, schon mit drin? Da sind die schon mit drin. Wir machen in unserem Betrieb 40% des Gewinns aus Subventionen. Zum Zeitpunkt der Ernte hat die Tonne Weizen den Bauern 226 Euro gekostet. Auf dem Weltmarkt bringt die Tonne jedoch nur 166 Euro. Wir verkaufen den Weizen also unter Herstellungspreis. Nur mit Subventionen ist er international konkurrenzfähig. Über eine Agrargenossenschaft vermarktet der Bauer seine Ernte. Und der lädt jetzt Weizen? Der lädt jetzt Weizen. Okay. Der Preis seines Weizens wird vom Weltmarkt bestimmt. Aber immerhin findet die Verarbeitung hier in der Region statt. Wir können sagen, das Getreide, was hier an der Station angeliefert worden ist, hat maximal 20 Kilometer hinter sich und wird von hier aus wieder in einem Umkreis von 80 bis 100 Kilometer vermarktet. Aber so jetzt, ich sage jetzt mal, bei den großen Flächen in den neuen Bundesländern oder in Schleswig-Holstein oder so, da ist das anders. Ja, das wird dann auch zur Genossenschaft geliefert und da geht es sehr oft dann von da aus aufs Schiff. Deutschland erzeugt mehr, als es verbraucht. Über 24 Millionen Tonnen waren es in der vergangenen Ernteperiode. Fast 10 Millionen Tonnen wurden exportiert, etwa 40%. Klare Strategie der deutschen Agrarpolitik. Zum Beispiel aus der Agrargenossenschaft Priesnitz. Hier fahren gleich 5 Mähdrescher parallel die Ernte ein, 12 Tage lang. Der Ertrag pro Hektar in Deutschland hat sich seit den 60er Jahren mehr als verdoppelt. Dank Automatisierung, gezielter Züchtung und dem massiven Einsatz von Pestiziden und Insektiziden. Der Betriebsleiter der Agrargenossenschaft weiß nicht, wo sein Weizen schließlich landen wird. Der geht an mehrere Zwischenhändler. Könnten Sie, wenn Sie jetzt mal so Ihre Kostenstruktur anschauen und sich andererseits anschauen, was Sie auf dem Weltmarkt für Ihren Weizen kriegen, könnten Sie ohne Subventionen produzieren? Beim momentanen Markt wird es schwierig, muss ich sagen, weil wir einfach in Deutschland sehr hohe Produktionskosten haben. Jeder möchte Geld verdienen von dem Weizen, der jetzt hier liegt, sage ich mal. Und der Bauer ist das letzte Glied in der Kette, der natürlich damit kämpfen muss. Was die Ernte hier wert ist, entscheidet sich an den internationalen Getreidebörsen. Der Handel mit Weizen ist ein globales Geschäft.
Am Hamburger Hafen treffe ich den Geschäftsführer von Deutschlands größtem Getreidespediteur, Thorsten Tiedemann. In seinen Silos warten 90.000 Tonnen Weizen auf ihre Verschiffung in die ganze Welt. Westafrika geht viel, wenn Frankreich nicht so gut dabei ist mit der Ernte, dann geht von hier auch viel nach Algerien. Weizen aus der ganzen Welt überschwemmt die Märkte Afrikas. Das ist halt eine Nachfrage, die dort existiert. Ich würde sagen, es ist ein stabilisierender Faktor. Wir sind natürlich bei 44 Millionen Tonnen gesamtafrikanischem Import ein relativ kleines Licht, aber können natürlich dann stabilisieren, wenn die großen Ursprünge, wie zum Beispiel USA, wie zum Beispiel aber auch Russland seit einiger Zeit, wenn die zum Beispiel wetterbedingt ausfallen, dann können wir natürlich dazu beitragen, um da die Versorgung zu glätten. Ja. Wir bekämpfen da also den Hunger? Ein Viertel der deutschen Weizenexporte ging 2016 nach Afrika. Dieser Frachter wird 30.000 Tonnen norddeutschen Weizen ins westafrikanische Guinea bringen. Immer mehr Weizen aus der EU geht in diese Region. Die Weizenlieferungen aus EU-Ländern in den Senegal zum Beispiel haben sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Und es soll noch mehr werden. Die Industrieländer wollen Handelsbeschränkungen weiter abbauen. Ich möchte herausfinden, ob unser europäisches Getreide hier, wo es für den Weizenanbau zu warm ist, tatsächlich Versorgungslücken ausgleicht. Gleich bei meinem ersten Gang durch die Stadt stoße ich auf einen Krebsstand. Die sind aus Weizenmehl, oder? Ja, Weizenmehl, Eier und Milch. Könnte man das auch aus einheimischem Getreide machen? Das müsste man mal ausprobieren. Beim Warten auf meinen Crepe komme ich mit einem Kunden ins Gespräch. An sich wäre es natürlich viel vernünftiger, lokale Produkte zu verwenden. Es gibt ja Mehlsorten von hier, aus Hirse, aus Sorghum, aus Maniok. Aber die sind viel teurer. Der Crepe schmeckt gut und ist für die städtische Bevölkerung durchaus bezahlbar. Der Senegal gehört zu den besser entwickelten Ländern in Westafrika. Traditionell essen die Menschen hier allerdings vor allem Hirse und Sorghum. Doch parallel zu den EU-Weizenimporten ist deren Produktion deutlich gesunken. Darin sieht er ein großes Problem. Francisco Marie, der Referent für Agrarhandel der deutschen Entwicklungshilfeorganisation Brot für die Welt. Er kämpft schon lang für faire Handelsbeziehungen zwischen der ersten und der dritten Welt. Gemeinsam gehen wir auf Einkaufstour. Haben Sie Weizenmehl oder auch andere Mehle? Weizen, da hinten? In den Geschäften auf dem Markt kauft die städtische Bevölkerung ihre Lebensmittel. Der Sohn des Ladenbesitzers zeigt mir Mehl. Gemahlen in Dakar. Aber woher stammt der Weizen dafür? Aus Frankreich oder Deutschland? Vielleicht. Das steht hier nicht drauf. Verkaufen Sie auch einheimische Produkte? Mehl aus Maniok oder Hirse? Wir haben das nicht, aber es gibt im Viertel irgendwo Händler, die darauf spezialisiert sind. Ist das teurer? Ja, das ist teurer. Jetzt ist das Argument ja immer, dass deutsche Produzenten sagen, wir bekämpfen ja den Hunger in Afrika. Es gibt hier ja gar keinen Weizen. Aber es gibt Getreide. Und zwar seit Jahrhunderten bauen Menschen hier vor allem eben lokale Getreidesorten, in erster Linie Hirsearten. Das heißt, das Argument zieht nicht. Es ist halt eben nur billiger. Und nicht nur Getreide. Überall im Laden sehe ich die Erzeugnisse europäischer Hersteller. Heimische Ware gibt es hier und auch in den anderen Geschäften des Marktes praktisch nicht, obwohl fast 80% der Senegalesen in der Landwirtschaft arbeiten. Ich würde gerne Preise vergleichen, doch es werden gar keine senegalesischen Produkte angeboten.
Wir sehen hier in diesem Lager ja lauter Sachen aus Europa. Die Erbsen kommen aus Spanien, da hinten das Milchpulver kommt aus Frankreich. Das sind ja jetzt Lebensmittel, die man theoretisch auch hier herstellen könnte, oder? Wie ist es mit Erbsen zum Beispiel? Ja, gerade Gemüse wäre auch etwas, was dann nebenbei Frauen machen können, die Kinder. Das ist bei vielen Produkten so, die hier angebaut werden können, aber bei uns in solchen Mengen und so intensiv angebaut werden, dass sie wahnsinnig preislich günstiger sind. Wir machen uns auf die Suche nach Geschäften mit einheimischen Produkten. Das erweist sich als schwierig. Im Marktviertel in der Innenstadt werden wir gar nicht fündig. Schließlich stoßen wir auf einen kleinen Laden an einer Ausfallstraße. Bonjour. Hier gibt es tatsächlich Mehl aus diversen afrikanischen Feldfrüchten. Zu stolzen Preisen allerdings. Das kostet das Dreifache. Und das kostet sogar noch mehr. Die Preisunterschiede sind enorm. Was im Senegal gewachsen ist, kostet hier mehr als 3,5-mal so viel als Mehl aus europäischem Weizen. Wie kann das denn sein, dass die teurer sind als ein Produkt, was aus Deutschland kommt mit unseren hohen Arbeitskosten? Einmal natürlich, weil wir mit Dünger und Pestiziden sehr viel höhere Erträge pro Hektar haben. Dann gibt es natürlich pro Hektar Subventionen. Europas Landwirtschaft ist eine Industrie. Afrika arbeitet dagegen sehr traditionell. Alles, was die Produktion steigern würde, lohnt sich nicht, weil es keinen Markt einfach gibt. Nur wenn man investieren würde in eine größere Produktion, dann würden sicher die Preise sinken. Kann die Landwirtschaft hier überhaupt konkurrenzfähig sein? Ich möchte mir anschauen, wie die Bauern arbeiten. Könnten sie wirtschaftlicher produzieren? Zwei Autostunden von Dakar entfernt besuche ich eine Agrarkooperative. Die Felder der Bauern sind frisch abgeerntet. Hier wachsen Maniok und Hirse, beides mögliche Alternativen zu Weizen. Katharina. Bonjour. Enchanté. Merci. C'est comment, Francisco? Die Bauern zeigen uns eines ihrer Lager. Über dem Eingang weisen diverse Logos darauf hin, dass die Kooperative mit Entwicklungsgeldern unterstützt wird, auch aus EU-Töpfen. Ist das Hirse? Das ist Hirse. Aus Geldern eines internationalen Hilfsprogramms für Westafrika hat die Kooperative Getreidemühlen angeschafft. Diese Frauen sollen ihr Geld eigentlich mit dem Mahlen unserer Erzeugnisse verdienen. Aber ihr Mehl hat gegen das Weizenmehl keine Chance. Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren? Ja, es ist viel schlimmer geworden. Schauen Sie, wir möchten unsere Sachen verarbeiten, aber wir können sie nicht verkaufen. Das ist ein großes Problem. Es wäre viel lukrativer, verarbeitete Produkte zu verkaufen, als das Rohgetreide. Dass die Mühlen kaum genutzt werden, ist ziemlich offensichtlich. Denn nicht mal in ihrem eigenen Dorf werden die Bauern der Kooperative ihre Erzeugnisse los. Sie produzieren deshalb fast nur für den Eigenbedarf. Im Dorfladen stoße ich erneut auf Ware aus Europa, holländische Zwiebeln, obwohl die auch hier gut wachsen. Die Haarmilch kommt aus Frankreich, obwohl es auch im Senegal Milchkühe gibt. Zur Abendessenszeit besuche ich eine der Frauen der Kooperative. Fatma Dius verkauft ihren Maniokgrieß auf dem Dorfmarkt für 1,33 Euro pro Kilo. 2,5-mal teurer als das europäische Weizenmehl, das es dort ebenfalls gibt. Deshalb kochen die meisten Leute hier im Dorf mittlerweile lieber mit der billigeren Importware. Und das gilt nicht nur für Getreide. Für das Gericht, das Fatma Dius kocht, braucht man auch Milch.
Traditionell würde die von Zebu-Rindern stammen. Die Mutter von vier Kindern zeigt mir eine Art Mozzarella. Das ist Milch aus Milchpulver. Aber das andere schmeckt besser? Ja, viel besser. 91 Cent kostet die einheimische Milch. Milch aus europäischem Milchpulver gibt es für nur 76 Cent. Selbst die frittierten Teigbällchen, ein ursenegalesisches Gericht aus Maniok, machen immer mehr Leute hier lieber aus dem billigeren Weizenmehl, weil selbst auf dem Dorf, weit weg vom Hafen, unsere europäische Importware viel billiger ist. Verkehrte Welt. Dabei hätte die Kooperative von Meoan Potenzial. Die Bauern hier entwickeln aus ihrer Hirse besonders ergiebiges Saatgut, abgestimmt zum Beispiel auf die veränderten Klimabedingungen durch die Erderwärmung. Auch das ein Projekt, das über ein Hilfsprogramm der Weltbank zum Teil aus deutschen Entwicklungsgeldern finanziert wird. Fördergelder dafür, dass die Bauern ihre Hirse anschließend ans Vieh verfüttern, weil unser subventionierter Weizen billiger ist. Dabei leben 4 von 5 Senegalesen von der Landwirtschaft. Wir reden ja immer über das Thema Fluchtursachen. Also es geht ja dauernd um die Frage, wie bieten wir den Leuten eine Perspektive, dass sie da bleiben? Ja, am Ende schon. Also obwohl das Geld hier einfließt und Jugendliche eigentlich dann ein Einkommen hätten, weil sie dann das Getreide verkaufen können, also das Mehl dann, auch junge Frauen, passiert das nicht, weil sie auf den Märkten merken, oh, da kommt ja noch was aus Europa, was noch billiger ist. Und dann fragt man sich natürlich schon, welche Perspektive habe ich hier? Könnte der Senegal sich ohne Nahrungsimporte selbst versorgen? In der Provinzhauptstadt Thiès bin ich mit einem Mann verabredet, der fest davon überzeugt ist. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Baban Gom, der Präsident des Dachverbandes für ländliche Entwicklung, hat dazu eine Studie gemacht. Die Landwirtschaft könnte viel effektiver produzieren, wenn sie eine Chance bekäme. Im Senegal haben wir zum Beispiel während etwa 8 Monaten heimische Zwiebeln. Wenn wir während dieser Zeit unsere Zwiebeln ungestört vermarkten könnten, hätten die Erzeuger genug Geld, um dann ihre Anbaumethoden zu verbessern und ihren Ertrag zu steigern. Stattdessen müssen sie mit subventionierten Produkten aus Europa konkurrieren, die unter idealen Bedingungen erzeugt wurden. Und so können sie nicht mal ihre Unkosten wieder reinholen. Der Agrarexperte kämpft mit allen Mitteln für bessere Chancen und verzweifelt am ungleichen Wettbewerb. Das ist, als ob Sie jemanden auf einem Fahrrad mit einem Geländewagen an die Startlinie stellen und dann sagen Sie, auf die Plätze, fertig, los. Der mit dem Geländewagen wird immer gewinnen. Das ist das Problem bei dem Ganzen. Es ist nicht fair. Kann Freihandel bei so ungleichen Konkurrenten die Lösung sein? Ist er nicht eher das Problem? Im Hafen von Dakar wurde gerade das Schüttgut-Terminal ausgebaut. Mit 73 Millionen Euro aus internationalen Entwicklungstöpfen. Noch mehr Kapazität für Importware. Direkt am Hafen besuche ich mit Francisco Marie die größte Getreidemühle des Senegal. Das hier produzierte Mehl verdrängt zwar die Produkte der senegalesischen Bauern vom Markt, aber wenigstens findet ein Teil der Wertschöpfung, das Verarbeiten, im Land statt. Die Mühle bietet 200 Arbeitsplätze. Jetzt ist das zwar europäischer Weizen, der hier verarbeitet wird, aber immerhin verarbeitet man ihn hier in Afrika. Das ist ja an sich ganz gut, oder? Das ist aber leider immer seltener der Fall. In Ländern wie der Elfenbeinküste, in Benin oder in Kamerun haben die Mühlen immer weniger Rohweizen zum Verarbeiten zu Mehl. Also immer mehr wird Mehl exportiert, direkt schon verarbeitet in Europa. Franck Bavard, der stellvertretende Direktor der Mühle, würde viel lieber einheimische Getreidesorten verarbeiten. Doch zu seinem Leidwesen sieht er dafür keinen Markt. Europa hat 200 Jahre Industrialisierung hinter sich.
Der Senegal ist gerade mal 50 Jahre unabhängig. Wir müssen also in Sachen Ausbildung einen Rückstand von 150 Jahren aufholen. Das ist nicht einfach. Natürlich sollten wir auf afrikanische Produkte setzen und diese konkurrenzfähig machen. Aber dafür müsste man den Ländern hier mehr Möglichkeiten geben, sich in Ruhe zu entwickeln. So wie der Handel heute läuft, finden Sie das gerecht? Ich finde es total ungerecht. Wir bräuchten flexible Zollschranken, die einem Land die Zeit geben, aufzuholen. Stattdessen verhandelt die EU gerade neue Handelsabkommen mit den afrikanischen Staaten, die die Lage sogar noch verschärfen könnten. Dann soll es innerhalb von 5 Jahren gar keine Zölle mehr auf Grundnahrungsmittel geben dürfen. Immer mehr Senegalesen begreifen, dass die billigen europäischen Lebensmittel ihrem Land schaden. Ich bin unterwegs zum Büro des Bäckereiverbands. Der versucht neuerdings, die heimische Landwirtschaft zu stärken. In den Lagerräumen des Verbandes in Dakar stoße ich erstmal auf Backmischungen aus Frankreich. Doch im Nebenraum verpacken Arbeiter gerade heimisches Maismehl. Dieses Mehl bekommen ausgewählte Bäckereien kostenlos, um damit einen Teil des Importweizens im Brot zu ersetzen. Der Sprecher des Verbandes zeigt mir Prospekte, mit denen sie das Projekt bewerben. Hier werden Bäckereien vorgestellt, die Brot aus lokalem Getreide backen. Ibrahima Diop nimmt mich mit zu einer Bäckerei am Stadtrand von Dakar. Insgesamt 200 senegalesische Bäckereien nehmen an dem Modellversuch teil. Der Bäcker verkauft immer noch sehr viel mehr reines Weizenbaguette. Aber das Brot mit Beimischung von Hirse, Maniok oder Mais geht auch ganz gut, weil der Preis vom Verband vorgeschrieben ist. Umgerechnet 15 Cent für ein 150 Gramm Brot. Ein bisschen weniger als für das Weizenbrot. Teureres Mehl und billigeres Brot. Auch das funktioniert nur dank Geldern aus Entwicklungshilfe, unter anderem aus EU-Mitteln. Wenigstens haben wir jetzt eine Wertschöpfungskette. Es gibt die Leute, die das heimische Getreide verarbeiten. Hirse, Mais, Bohnen. Ein sinnvolles Projekt, aber auch irgendwie absurd. Europa fördert den Absatz lokaler Produkte und behindert ihn zugleich mit seiner Handelspolitik. Dass Schutzzölle funktionieren, sehe ich auf dem Markt. Es wird jede Menge frisches Geflügel angeboten. Anderswo in Westafrika gibt es nur noch aufgetaute Hähnchenreste aus Europa. Doch weil der Senegal auf importiertes Geflügelfleisch 35% Einfuhrzoll erhebt, sind einheimische Hähnchenmäster wieder im Geschäft. Agrarexperte Francisco Marie hält die Handelspolitik der EU für falsch. Wenn man will, dass Menschen hier eine Perspektive haben und entscheiden können, ob sie überhaupt bleiben oder gehen, dann muss man ihnen auch Alternativen geben, damit sie hier ein Überleben haben, gerade auch auf dem Lande. Und das tun wir nicht. Wir Europäer wollen Fluchtursachen beseitigen und Afrika entwickeln. Und gleichzeitig behindern wir diese Entwicklung mit unseren Exporten. Ist das klug? Zurück in Europa würde ich mir diesen Widerspruch gerne von der EU-Kommission erklären lassen und bitte um ein Interview. Immerhin bekennt sich die EU doch vollmundig zu einem partnerschaftlichen Umgang mit Afrika. Doch ich bekomme nur eine schriftliche Auskunft aus Brüssel. Die EU unterstützt Afrikas Agenda 2063, die unter anderem die Produktivität der Landwirtschaft verdoppeln und die Beschäftigung der Jugend um 30% steigern will. Und? Die Versorgungsengpässe können nur mit Exporten behoben werden. Das habe ich im Senegal ganz anders erlebt. Nun hätte ich erst recht Redebedarf. Doch EU-Agrarkommissar Phil Hogan, der die Exportpolitik verantwortet, fühlt sich nicht zuständig und verweist an den EU-Entwicklungskommissar Neven Mimica. Der wiederum hat keine Zeit für mich.
Also versuche ich es in Berlin, im Bundeslandwirtschaftsministerium. Staatssekretär Hermann Onko-Eikens ist promovierter Agrarwissenschaftler und seit Jahrzehnten in der Landwirtschaftspolitik. Ist die Art und Weise, wie wir da Handelspolitik betreiben, nicht sehr kontraproduktiv in Zeiten, wo wir immer davon reden, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen? Wir nehmen das ernst, wenn gesagt wird, dass es da und dort zu Störungen auch lokaler Märkte kommen kann. Aber in der Summe, würde ich sagen, sind die Rahmenbedingungen, die Abkommen, was den Agrarhandel angeht, verantwortungsbewusst gegenüber den Interessen gerade der Dritten Welt und der afrikanischen Staaten. Ist wirklich Freihandel das, was allen die besten Chancen zum Entwickeln geht, bei so ungleichen Partnern wie Europa und Afrika? Internationale Handelspolitik trägt grundsätzlich zum Wohlstand der Völker bei. Und wir haben das Wohlstandswachstum, was wir ja erfreulicherweise in der Summe auch in Afrika zu verzeichnen haben, in den letzten Jahren zu wesentlichen Teilen dem internationalen Handel zu verdanken. Dabei sind selbst Wirtschaftsvertreter davon nicht uneingeschränkt überzeugt. Im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft sind 600 dort aktive Unternehmen organisiert, auch große Player. Geschäftsführer Stefan Liebing wirbt für eine andere Politik. Es ist langfristig richtig, dass wir freien Handel schaffen, dass wir Handelshemmnisse, Zölle, Bürokratie abbauen. Nichtsdestotrotz muss man das, glaube ich, sehr behutsam machen. Das eine ist, dass wir natürlich mit den Subventionen in Europa im Landwirtschaftsbereich viel kaputt machen, den Wettbewerb zerstören vor Ort. Und das ist ja genau etwas, was nichts mit Freihandel zu tun hat. Und zum anderen müssen wir auch die entstehenden Industrien, die entstehenden Unternehmen, die eben noch kleiner sind, die vielleicht noch nicht ganz konkurrenzfähig sind, schützen. Damit man das, was gerade entsteht, die kleinen Pflanzen eben nicht gleich wieder kaputt macht. Unternehmen im Land selbst schützen, im Handel ja, neue Wege gehen. Gibt es das? Ich mach ihn auf. Danke. In Zürich besuche ich die Firma Gebana, die den Afrika-Handel umgekehrt betreibt. Hervorgegangen aus einem Fairtrade-Projekt organisiert das Team um Geschäftsführer Adrian Wiedmer eine Art Direktvermarktung für Bauern in der dritten Welt bei uns. Die zentrale Idee ist, dass wir eigentlich mit den lokalen Menschen zusammen Value Chains, also Wertschöpfungsketten, aufbauen wollen und dazu gemeinsam investieren. Neben eigenen Produktionsstätten organisiert Gebana auch die sogenannte Plattform Marktzugang. Dort können Bauern Kunden für Sammelbestellungen gewinnen. Mandeln und Pistazien aus Tunesiens Bergen. Genau, was wir hier aufbauen wollen, ist eine neue Lieferkette mit einem Produzenten in Tunesien. Und der ist jetzt zum ersten Mal da drin, da kann man sich darüber informieren. Und jetzt suchen wir genügend Leute, also 600 Menschen, die je ein Kilo oder auch zwei oder drei Kilo kaufen, damit ein erster Export ermöglicht wird. Mhm. Im Moment gibt es 321 Leute. Wenn ich jetzt kaufe, sind es 322. Genau. Und dann fehlen noch 278. Und wenn die alle zusammen sind, dann kriege ich mein Kilo ganz direkt. Pistazien. Genau. Vom Lager in Zürich aus verschicken die Mitarbeiter die Produkte, die in Zusammenarbeit mit den Bauern in der ganzen Welt hergestellt werden. Die Gewinne bleiben also in den Herkunftsländern. Man kann ganz einfach kleine Schritte machen, damit die Perspektiven besser werden. Oder? Also für die Leute dort, was ihr Einkommen angeht und die Stabilität und für uns auch, was die Qualität der Produkte angeht. Ein paar Wochen später sind 600 Käufer gefunden. Ich kann mein Paket bei der Post holen. Ein Kilo Pistazien und ein Kilo Mandeln. Zu Preisen ähnlich wie in Feinkostläden. Produkte, an denen vor allem diejenigen verdient haben, die diesen Verdienst so nötig brauchen. Bauern in Afrika. Eine gute Idee. Aber sicher nicht die Lösung der Probleme mit der Konkurrenz durch unsere hochsubventionierte Landwirtschaft. Das geht nur, wenn Europa seine Politik ändert. Langfristig und grundsätzlich.